Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 17. Juli hier vor unserer schönen Odenmüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr heute mit dabei seid. Ein großer Dank vorweg geht an Maurice Entrecoursant für das wunderschöne Klaviervorspiel nach dem Choral Großer Gott, wir loben dich in einer Bearbeitung von Andreas Ratzuweit. Herzlichen Dank dafür. Heute am 5. Sonntag nach Trinitatis geht es um das Vertrauen auf Gott. In der Liebe Christi dürfen wir uns immer wieder aufmachen und im Vertrauen auf Gott neue Schritte wagen. Lasst uns gemeinsam diesen Gottesdienst nun feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus Psalm 95. Kommt und freut euch, wir begrüßen den Herrn mit Jubeln, denn er ist unser starker Helfer. Wir kommen vor ihn mit unserem Dank, wir ehren ihn mit unseren Liedern, denn der Herr ist der höchste Gott. Er hat Macht über die Tiefen der Erde und über die Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm, er hat es gemacht und auch das Land hat er geformt. Kommt, verneigt euch und betet unseren Schöpfer an, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er sorgt für uns wie ein Hirte, er leitet uns wie eine Herde. Hört, was er euch sagt. Thank you.
Wir hören Worte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12. Gott sprach zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Da zog Abraham los, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Befiehl du deine Wege und was dein Herz verkränkt, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt, der Wolke, Luft und Winden gibt Regel auf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, denn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, denn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Gränen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Liebe Gemeinde, Lieder und Musik, die gehören zu unserem Leben wie die Luft zum Atmen. Manche Lieder sind etwas schnelllebig und nach 365 Tagen haben wir sie fast schon wieder vergessen. Und andere Lieder, die klingen nach 365 Jahren immer noch aktuell und bewegen uns. In unserem heutigen Predigttext geht es um ein solches Lied. Der Choral »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, der gehört wohl zu den bekanntesten evangelischen Kirchenliedern. Und zugleich hat er auch einen festen Platz im katholischen Gesangbuch gefunden. Er stammt aus der Feder von Georg Neumark. Sein Name steht hauptsächlich in Verbindung mit diesem einen Lied, denn es ist sein ganz persönliches Glaubenslied. Und es diente vielen Musikern wie Mendelssohn, Bartholdy, Bach oder Telemann als Vorlage für so manche Choralkantate. Es ist ein Lied voller Trost und Hoffnung mitten in den Brüchen und Scheitern unseres Lebens. Und Georg Neumark weiß genau, wovon er spricht. Nach seinem Schulabschluss ist er gerade mal mit 19 Jahren auf dem Weg nach Königsberg, um dort Jura und Poesie zu studieren. Doch unterwegs wird er überfallen und ausgeraubt. Seine wertvollen Bücher, ein Großteil seiner Kleidung und auch sein Geld wird ihm gestohlen. Das Einzige, was ihm blieb, ist die Geige. Und auch die muss er dann aufgrund großer Armut verkaufen, was für ihn als Musikliebhaber eine große Katastrophe ist. Er weiß nicht mehr ein noch aus. Und nach einer kurzen Zwischenstation in Hamburg kommt er hier nach Schleswig-Holstein und findet, wie durch ein Wunder in Kiel, eine Anstellung als Hauslehrer. Und noch am gleichen Abend setzt er sich hin und schreibt ein Lied mit der Überschrift »Trostlied, das Gott einen jeglichen in seiner Zeit versorgen und erhalten will«. Er schreibt den Text und komponiert die Melodie. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Georg Neumark hat am eigenen Leib erfahren, wie Gott ihn durch diese schwere Lebenskrise hindurch stützt und trägt. Und so folgt auf das Klagen die Zuversicht und die Hoffnung. Und in dem Lied drückt sich das durch einen Wechsel von Moll hin zu Dur aus. Auf die Traurigkeit folgt das Vertrauen auf Gott, dem Allerhöchsten. Und das ist auch der höchste Ton dieses Liedes. Und die Strophe endet dann mit dem Bezug auf die Bergpredigt, wo Jesus unser Leben mit einem Haus vergleicht, das ständig Stürmen und Unwettern ausgesetzt ist, die uns fortzureißen drohen. Ein festes Fundament, das möchte unser Leben stärken, möchte uns sicheren Halt geben. Und Georg Neumark macht die Erfahrung des Glaubens. Dort, wo wir am Ende sind, setzt Gott einen Neuanfang. Und in der siebten Strophe, da fasst er es so zusammen: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Ein Dreifaches also. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Das Singen steht am Anfang. Vielleicht fallen uns Menschen aus unserem Leben ein, die unser Herz für den Glauben geöffnet haben. Aus der Familie, dem Freundeskreis, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz oder auch in der Schule. Menschen, die ihren Glauben leben und ihn mit anderen teilen und weitergeben. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Diese Verheißung, liebe Gemeinde, die wünsche ich uns allen immer wieder neu von Herzen, damit wir unseren Weg mit Gott gehen können. Amen. Wir nur den lieben Gott.
Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön allen, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein großer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste wird es auch weiterhin geben, immer sonntags ab 8 Uhr. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu unserem öffentlichen Gottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Chiara und Lotte. Rätselfragen rund um die Bibel. Erste Frage. Was durfte ein König in Israel nicht? Schwimmen, Krone putzen oder Gold anhäufen? Die richtige Antwort wäre Gold anhäufen. Zweite Frage. Wohin fuhr Hannah jedes Jahr? Nach Silo, Rio oder Marino? Richtige Antwort wäre Silo. Dritte Frage. Was tat David mit 13 Jahren? Er rettete ein Schaf, er besiegte Goliath, er wurde König. Die richtige Antwort wäre, er wurde König. Vierte Frage. Womit begann die Speisung der 5000? Zwei Brote und fünf Fische, fünf Brote und zwei Fische oder fünf Brote und fünf Fische? Die richtige Antwort wäre fünf Brote und zwei Fische. Fünfte Frage. Was geschah, als Jesus Ephphatha sagte? Ein Baby konnte laufen, eine Frau konnte sehen, ein Mann konnte sprechen. Die richtige Antwort wäre, ein Mann konnte sprechen. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir nun das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein wunderbares musikalisches Nachspiel. Der Posaunenchor begleitet uns den schönen Choral »Komm, Herr, segne uns« aus der Feder von Dieter Trautwein. Herzlichen Dank dafür.